Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Craft Keep VR und oh Gott, ich habe da reingefasst, meine Finger. Mo wants this blade for some reason that I found. Was will er denn haben? Molten Silver. Ja, okay, warte mal. Einen Silber habe ich noch hier. Ich hole mir mal eben noch einen von hier drüben. Da hole ich mir doch einen von hier drüben. Das ist doch hier der Silberberg, oder? Machen wir mal hier. So. Vom Silberberg zum Silberzwerg, Freunde. So stelle ich mich mal hier hin. Nee. Wie viel Molten Silver willst du? Ach, er will 3 sogar. Shit. Da muss ich ja noch einen holen. So, hier nimm mal den Kelch. Das Ding. Huch. Das Ding muss auch noch da rein. Ja, holen wir uns den noch. Klick, klick, klick. So. Nochmal hier einen dritten schnell. So. Haben wir das auch. So. Ja, kriegst noch einen. Ne? Musst aber ganz kurz, kurzen Augenblick warten. Ganz kurzen Augenblick. Ach nee, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Also, pass auf, Gandalf, ne? Dann kam plötzlich Sauron um die Ecke, ne? Naja, und wie es dann so gewesen ist, haben wir dann natürlich, Gimli hat seinen Stimmli gezogen und Gumli seinen Bumli. Ja, so, ich hatte gerade noch ein wichtiges Gespräch hier mit einem anderen Kunden, ne? Tut mir sehr leid. Oh, was ist das? Was ist der, boah, er kann eine Statue von sich... Azor Blade. Blade Broken ist sogar... Da, Sur Sim Dagger. Ey, Leute, Ich glaube... Wie wäre es, wenn ich das Ding hier irgendwie... Wow, guck das an, Alter. Okay, jetzt muss ich das nur noch verzaubern irgendwie, ne? Was willst du denn? Pickaxes. Brauchst du eine Pickaxe? Oh, komm, machen wir die eben fertig, oder? Machen wir die eben fertig. Hat er nichts da. Nix hat Kreis da. Da brauchen wir einen Stiel. Ich bestelle mal vorsichtshalber 2, man weiß ja nie hier. Pickaxe. Alter, der Typ geht ans Silber oder was? So, wir müssen ein bisschen Eisen. Na, wo ist er denn? Der Brocken. Ach, guck. Ich hole zwar immer nur einzeln, ich weiß nicht, ob das so super schlau ist. Aber so ein bisschen Eisen, ne? Können wir ja mal. Ich überlege die ganze Zeit, ob, wenn ich mir jetzt Pfeile crafte, ob ich dann die Goblins da, die hier rumlaufen, irgendwie ein bisschen erschießen kann. So, machen wir mal hier den Altbekannten. So, rein damit. Schön heiß geschmiedet. Einmal draufgeklöppelt. Ich habe einen skilligen Move einfach an sich, ne? So, bitteschön. Ja, nehme ich an. Schmeiße ich da rein. So, jetzt habe ich mich hier im Raum an sich schon wieder so viel bewegt. Ich würde gerne mal gucken, ich habe jetzt gerade nicht so viel Geld, aber es macht ja nichts. Ich hätte gerne mal hier so einen Augenblick, ich habe keine Zeit. Ich würde das gerne bestellen, es ist recht teuer. So. Iron, da müsste ja Iron eigentlich reichen, oder? Ach, guck mal. Hm? Na? Ja. rein damit. So. Kippen wir das mal hier in den Behälter. Ich habe irgendwie so eine kleine Bechersammlung hier. So. Ach so, ich brauche auch noch ein Holz. Ich order mal 1, 2. So. Komm mal hier rein. Hallo, was brauchst du? Trade me for some molten silver. Jetzt will er noch geschmolzenes Silber haben. Wahrscheinlich auch 3 Stück, hä? Ich mache gerade Pfeile. Ich wollte was ausprobieren. Ich leg die kurz dahin. Molten Silver. Nehmen wir an. Hol ich dir. So, da haben wir schon mal 1, 2, 3. Kann ich klöppeln das mal hier einfach ein bisschen runter. So. Das kann ich direkt hier mitnehmen. Das kann ich direkt hier mitnehmen. Ich brauche halt auch ein bisschen Geld, ne? Ihr seht, es steht nicht gut um mein Geld im Moment.
Wie viel brauchst du? 3 Stück wahrscheinlich, ne? Ja. So, hier dann haben wir den zweiten. Und komm her, greif es bitte. Und das kommt auch noch hier rein. So, na klar. Ach, machen wir dir alles fertig. So. Ach, guck mal, schon wieder so eine Klinge. Ich meine, was ist denn die wert? Kann ich die vielleicht einschmelzen oder so? Schauen wir mal. Ich wollte noch ein paar Pfeile machen, einfach nur, um gleich was zu gucken. So, weil notfalls verkaufe ich die, aber... Ach so, doch, geht auch sogar übrigens hier. Das, ich wollte was gucken. Und zwar... Alter, siehst du, genau das habe ich mir nämlich gerade gedacht. Alter. Oh, shit. Was? Dem habe ich doch voll ins Skrotum geballert. Shit. Komm jetzt, Kreis, der Sniper-Schuss. Na. Hat er wieder verkackt, der alte Sniper. Achso. Ja, warte mal, du wolltest so ein Schwert haben, ne? Okay, pass auf. Ich versuche das irgendwie. Wie kann ich denn enchanten? Kann ich irgendwie den Zauberspruch dieses Steines... Ah. Ist es jetzt verzaubert? Hallo? Hier? Hm. Wie ging denn das Enchanten nochmal? Muss ich mal eben gucken hier. Fire Enchant. Poison Enchant. Ah. 5-mal Poison Flow plus Green Gam. Red Gam. 5-mal Burn Leaf und Red Gam. Okay, Moment. Dann bestellen wir natürlich... Warte, ich habe noch hier 2 Burn Leaves. Einmal rein. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Und der Red Gam. Kommt der da rein? Muss ich den irgendwie da reintun oder... Mein Zauber irgendwie sprechen? Oder? Warte mal, Burn Leaf, Red Gam. So, also da haben wir jetzt auf jeden Fall Fire Enchant Brew. So. How do moles enchanting? Use your knife. Hold the trigger and touch an item that can be attached like a blade. The item holding enchant gem and holding the trigger press connect with an etched item to infuse it. Da muss man das verstehen? Hier vielleicht beides rein. Fire Enchant Brew, habe ich noch eine Bottle? Kann ich das hier rausnehmen? Oder so vielleicht? Knife hold the trigger. Bla bla. Holding an item that can be etched like a blade. Ich verstehe das nicht. This will etch runes in the surface of the item. Ja, da sind die Runen. H
Holding an enchant gem and holding the trigger press connect with an etched item. Muss ich das heiß machen? Ah, Moment. Vielleicht muss ich das erst noch da drauflegen. Und jetzt kann ich es etchen? Oder brauche ich jetzt das Gebräu? Vielleicht draufwerfen? Oder soll ich es nochmal heiß machen? Keine Ahnung. Hatchet Sim Dagger. Ich würde gerne das Schwert hier irgendwie. Muss ich das vorher irgendwie heiß machen? Na, komm schon. Oh. Okay. Und das jetzt. Oh. Okay. Yes. Alter. Aha. Ach, das war also die Hauptmission. Hey, was ist dieser attraktive, schöne Handwerker hier? Hallo, na Freunde, alles klar? Ich hab so tolle Arme. Hallo. Oh, Music. Bitte, Music. Heiligenschein, Super Cappy. Ah, die passt damit, ist so geil. Hab ich auch gerne. Oh, aber der Standardpirat. Der Zauberer, der Bärtige. Den nehmen wir denn mal. Ich mach mal die Augen zu und mach hier Geräusche. Augen wieder auf. Ah, wunderschön. Schönes Cappy. Kann ich das hier oben irgendwie? Nee. Okay, haben wir das ja auch schon mal geschafft. Sehr schön, sehr schön. Was machen wir als nächstes? Chapter 3. 4, 5, März 6 wird hier wahrscheinlich nicht kommen. Gehe ich mal einfach ganz stark von aus. Alter, ey, dieses Ding, das erschreckt mich immer. Aber das muss so sein. Das muss so sein. So, die Mountain Range. Chapter 3. Mountain Rage. Dear Sir Madam, congratulations on your success. Your performance during the previous experience exceeded our expectations. Kenn ich nicht. Tremendously. And for that you have earned our heartfelt thanks. Okay, ist ein Sternchen dran. Our temporal probes indicate that the next experience takes place among the high concentration of armed warriors. Okay, also sehr viele bewaffnete Krieger, die keine Gnade zeigen. Und es interessiert ihn nicht, ob sie wieder nach Hause kehren können. So. From this to summarize that you will be placed on the fringe of a battle of a tremendous historical significance. A time of strife when the fate of nations hung in the balance and the world looked on with terror and awe. If you could skip through this one quickly too, that would be most appreciated. Time is money and all that. Okay. Your faithfully Ernest Whittling Bigglesworth, Cavallo MBE. Cash value of the heartfelt thanks. Strictly one person. Redemption fee of $1.75 applies. Okay, Freunde. Vielleicht mal noch so. Also, das sieht aus, als wäre ein bisschen Gurke drin und so. So, ich würde sagen, wir schenken uns ein. Wir sind ein Edelmann. Dann trinken wir mal noch einen kleinen Krug, bevor wir gehen, hä? Oh. Boah. Boah. Wo sind die ganzen... Oh. Boah, wo sind die Knöpfe? Ich fange an zu schielen hier unter der Maske. Alter. Wow. Puh. Start. Chapter 3. Oh, cool. Dave's Discount Dungeon. Wow! Girl boy, airship ticket to let him fly, but no matter how hard girl flap arms did not work, girl wants sword in stone. Warte mal, Silver Rock Rock Sword instead?
Okay, Moment, Augenblick, ich muss erstmal mit dir denn. My brother bit me, would shoot an apple if it happened. 4 arrows, ja. Kannst du haben, mein Freund. Wir bestellen natürlich erstmal die Grundzutaten. Wir brauchen. Was haben wir denn jetzt da? Ein Holzklotz. Da Gold. Okay, das ist erstmal alles, was wir brauchen, glaube ich. Ach, guck mal, Alter, hier sind jetzt so Messer. Wieso ist das gut? Und hier sind Gems zum Enchanten. Nice. Sehr gut. Achso, kann ich denn jetzt hier eigentlich wieder... Wo ist mein... Ey, hier ist alles anders. So, kann ich hier jetzt Metal wieder... Iron, Copper, was wolltest du eigentlich? Achso, du bist erstmal nicht wichtig. Iron. Wir bestellen erstmal 1, 2 Iron 3. Wollte ich gar nicht so viele, aber hey, wird einer mehr, ne? Ups, da. Ups, da. Das Ding hier, legen bitte einmal da auf diesen Tisch. Danke sehr. So, einmal hier ganz elegant reingeschüttet. Und patz. Dann Klötzchen, Klötzchen, komm zu mir. Einmal durchgesägt, bitte. So. Und jetzt Pfeile in Massenpfeilhaltung. Bitte nimm ihn einfach da raus. Ich muss mich gerade ein bisschen daran gewöhnen, dass die Positionierung ein bisschen anders ist und dass da dieser Riese steht, der mich die ganze Zeit beobachtet. Ist natürlich nicht so vorteilhaft fürs Geschäft. Aber wo ist jetzt meine Kiste? Die stand vorhin da. So, Alter, schöne Feuerrüstung, ne? So eine hatte ich ja bei Dings noch nicht mal. Hello, I'm looking to trade. I believe you require unique arrowhead. Boah, ja, auf jeden Fall. Some etched silver blades will make me happy. Etched silver blades? 3 etched silver saw blade. Du bekommst von mir. Saw, willst du? Wir haben plain saw blades. Silber, ne? Hier und Silber. Oh Mann, ey, der kostet mich ganz schön Geld jetzt schon, der Typ. Kann ich das so lange hier reinlegen? Du willst es ja eh nicht, ne? So. Dann einmal ein Sarblade für dich. Töpfchen, das Ding reingeschmissen. Dies ist, warte mal, will er die geätscht oder will er die? Das ist wahrscheinlich, Moment, jetzt gibt mir das noch da rein. So, das legen wir erstmal dahin. Jetzt habe ich hier noch eins ready. Und das Ding auch nochmal eben da reingeworfen. Das geht ja an sich ganz fix, ne? Ach, guck mal, wie viel Zeit wir haben, Leute. Wir haben so viel Zeit. So, das auch nochmal da abgestellt. Einmal schön scharf machen. So, hä? Und jetzt müsste es doch Blade Broken for Silver Saw Blade. Habe ich hier einen Schleifstein oder was? Wie mache ich denn eins? Edged. Mit Edged Klinge oder was? Ach, da brauche ich noch eine Klinge, Mann. Der will natürlich 3 komplette Schwerter. Gru, Miro, Mar, X. Etched Silver Saw Blade. Ich verstehe das nicht ganz, was er mit diesem Etched haben will. Das hier irgendwie reinstecken. Habe ich hier irgendwo einen Schleifstein oder so, in dem ich arbeiten kann? Tja, wie edge ich jetzt die Dinge? Blade Hilt. Edged Silver Saw Blade. Das ist ein Silver Saw Blade, oder nicht? Hier, das ist ein Silver Saw Blade, aber er will es edged. Furnace. Charting. Molds. Healing Brew.
weiß es nicht. Ich bestelle jetzt mal einmal hier so einen normalen. So einen normalen Griff. Ansonsten habe ich haufenweise Schwerter, die ich nicht weiß, wohin. Das war falsch. Das war nicht richtig. Warte mal, wozu sind denn die Sachen hier zum Beispiel? Poison, Agro, Fury, Fizzy. Ah! Ich glaube, ich hab's. Moment. Vielleicht machen wir den Griff nochmal heiß oder. Warte mal eben hier. Mach mal ab. So. So, guck mal. Ein paar Runen drin. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Messer nochmal da hinlegen. Das Ding nochmal. Einmal das in den Ofen. Das lege ich hier auf den Tisch schon mal zur weiteren Bearbeitung. So, das auch. Wunderschön. Na. So. Bitteschön. Haben wir es geschafft? Hä, was ist das? Ein Nitus. Vier Pfeile willst du? Ahnung, was ist das? Vielleicht kann ich das irgendwem mal irgendwo draufstecken. Klar mache ich dir vier Pfeile noch, aber dann ist heute, müssen wir wieder Feierabend machen. Was war das? Warum habe ich Geld bekommen? Achso. Naja, okay. Bestellen wir das hier und einen Holzklotz brauche ich auch noch. Ansonsten ist aber alles gut eigentlich, ne? Ach ne, ich brauche noch. Das können wir aber schon mal da reinschmeißen. Ich brauche noch Pfeile. Brauchst du ganz normale Iron Arrows, okay? Iron bestellen. Ach, da hatten wir noch eins. Naja, gut. Wir machen das so. Wir machen das so, gell? Machen wir. Egal mit welcher Hand, ob Kreis links, ob Kreis rechts kann. Das weiß man nicht. Aber er kann. Er kann. Das steht fest. So, und nochmal hier das Köpfchen drauf. Endlich hat mal wieder einer Verstand und gibt mir ein bisschen Geld. Alter, wir verdienen aber ganz schön viel Geld hier, hä? Naja. Need Trin Double Health Potion badly. Fail Gold Penalty. Was? Was ist denn Trin Double Health Potion? Okay, ein Trin Double Health Potion, keine Ahnung, wie viele Herbs brauchen wir dafür? Und wie kriege ich die auf. Wie kriege ich die getrint? Ich will mal eben hier an meine Kochecke gehen. Double Healing Brew. Soll da rein, oder was? Was ist Trin? Trin Double Health Potion. Ein Trin. Was ist ein Gefäß? Ah. Das ist so wie Gil. Drei Gil Cola, aber er braucht einen Trin. Sieht cooler aus, hat aber nicht viel mehr Zweck eigentlich, ne? Aber. Okay. Hier. Bitteschön. Prototype. Pro-Tip. Never let a Minotaur kick you in the balls. Ja. Danke für den netten Tipp. Nee, du brauchst dich nicht zu beeilen, ist heute Feierabend, ne? Molten Silver. Aber er will was traden. Okay, okay. Du hast Glück, ne? Dass ich gerade noch so
in der Laune bin und dir hier noch ein Silber schmelze. Na komm, Silber. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann schmeißen wir das mal da rein. Pass auf, wir machen das so. Silber ist halt ein bisschen heller. So. Dann warten wir, bis es da rauskommt. Ergebnis hier. So. Ich hoffe, es gibt genug Geld. Obwohl, der will irgendwas mit mir tauschen, ne? Was er bei seinem Opa gefunden hat. Das sind immer gute Sachen, die braucht man halt irgendwie auf Dauer. So. Und der letzte Augenblick noch, ne? Ich habe das Gefühl, dass dieser Riese hinter mir gleich irgendwie auf den Tisch pinkelt. Wow. Alter! Leute, ein riesiges... riesiges Stück Schwert habe ich bekommen. Geht los, also, es wird... Silver Rock Rock Sword, wirst du bald bekommen. Ein Teil haben wir schon. Hilt in Dale's Discount Dungeon. Okay, den habe ich schon, den großen Hilt, oder? Ist es ein Hilt? Wie heißt es? Rock Hilt, ja. Freunde, okay, wir sehen uns in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zusehen, reingehauen, ciao. Vielen Dank für eure Bewertungen und so. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Fun. Ich habe mega Fun in dem Game, ich finde es super cool. Tja, bis zum nächsten Mal, reingehauen, ciao.